Hallo und herzlich willkommen aus dem Dachweltenstudio. Schön, dass ihr zum Kickoff der Dachwelten 2024 mit dabei seid. In diesem Jahr werden die Dachwelten ja volljährig. Das heißt, das Deutsche Dachzentrum veranstaltet den Hochschulwettbewerb Dachwelten bereits zum 18. Mal. Und wenn ihr wissen wollt, wer in diesem Jahr schon mit dabei ist, schaut einfach mal auf unsere Website www.dachwelten.de. Da könnt ihr sehen, dass sich Hochschulen bereits von ganz im Norden in Wismar bis ganz in den Süden Deutschlands nach Garmisch-Partenkirchen angemeldet haben. Und wenn ihr auch mit dabei sein wollt, ist es ganz einfach. Schaut auf der Website nach den Kontaktdaten, meldet euch bei uns und ihr könnt euch noch bis Ende Februar mit eurer Hochschule anmelden. Zugelassen sind die Bereiche Architektur, Innenarchitektur und Bauingenieurwesen. Dass so vielen Hochschulen daran teilnehmen und Universitäten, das ist, glaube ich, eine ganz hohe Qualität und die sich auch kennenlernen. Und die Studierenden bekommen ja dann auch mit, was die Wiesbadener präsentieren, wenn sie in Stuttgart hocken und so. Und das ist eigentlich total für die Studierenden, glaube ich, ein totaler Mehrwert. Ganz wichtig. Auch in diesem Jahr sind die Dachwelten wieder mit 10.000 Euro Preisgeld dotiert. Aber das Mitmachen lohnt sich natürlich nicht nur wegen der Preise, sondern wir haben auch eine ganze Reihe exklusiver Veranstaltungen für Studierende und für Lehrende. Wir haben unser großes 24-Stunden-Stehgreif-Finale mit Präsentationen vor der Jury, vor den anderen Hochschulen und den Mitgliedern des Deutschen Dachzentrums. Und wir setzen auch 2024 unsere Kooperation mit der IBA 27 in Stuttgart fort. Wie laufen die Dachwelten 2024 ab? Ich habe es gerade gesagt, bis Ende Februar noch könnt ihr euch bei uns bewerben. Dann startet die Qualifikationsphase. Die läuft sommersemesterbegleitend und in dieser Phase könnt ihr aus unserem breiten Angebot eine Veranstaltung auswählen und euch mit der Teilnahme dann zum Finale der Dachwelten 2024 qualifizieren. Was sind das für Veranstaltungen? Das könnten unter anderem ein Besuch von ExpertInnen des Deutschen Dachzentrums oder der IBA bei euch an der Hochschule sein, die dann einen Impulsvortrag halten. Eine andere Möglichkeit ist, dass ihr eine Exkursion macht zu einem der Partnerunternehmen der Dachwelten und dort eine Werksbesichtigung macht oder eine Baustellenbegehung. Wir werden auch dieses Jahr wieder zusammen mit der Raumprobe Stuttgart Materialworkshops für euch anbieten. Und dann gibt es auch noch exklusive Events im Rahmen unserer IBA 27 Kooperation in Stuttgart. Da wird zum Beispiel im Mai oder Juni, das steht noch nicht ganz fest, für die Lehrenden ein Symposium in Stuttgart stattfinden. Mit Details, Terminabstimmung und so weiter kommt das Dachwelten-Team in Kürze auf die Lehrenden der Hochschulen zu und dann können wir das ganz entspannt abstimmen. Und dann steht dieses Jahr am 11. und am 12. September das große 24-Stunden-Stehgreif-Finale an. Zu diesem Finale entsendet jede der teilnehmenden Hochschulen 4 Studierende. Wir briefen dann live aus dem Dachweltenstudio in Augsburg die Aufgabe. Und an den einzelnen Hochschulen wird diese Aufgabe von den Studierenden dann 24 Stunden lang bearbeitet. Danach gibt es dann die große Präsentation. Da machen wir eine bundesweite Videokonferenz mit allen Hochschulen, mit unseren Jurymitgliedern, mit den Mitgliedern des Deutschen Dachzentrums. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, eure Entwürfe zu präsentieren. Danach tritt dann die Jury zusammen und am Abend ist die große Preisverleihung. Eigentlich, man hat keinen Unterschied gemerkt zum echten Wettbewerb, zu einer echten Jury in einem richtig ein Wettbewerb, wo es um Realisierung geht. Und ich glaube, das ist ja für die Studierenden auch wichtig, dass sie merken, dass jetzt wir nicht irgendwie so ein bisschen beim Kaffee trinken ein bisschen rummachen, sondern dass es wirklich sehr professionell aufgezogen ist. Und das ist, glaube ich, auch eine Qualität. Das heißt, auch die Ergebnisse und auch die Preise, die wir jetzt dann vergeben, die sind wirklich auf einer ganz fundierten, fachlichen Meinung entstanden. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder wissen wollt, wie der Wettbewerb in den letzten Jahren gelaufen ist, dann schaut doch einfach mal auf dachwelten.de vorbei. Da findet ihr zum einen unsere Kontaktdaten und zum anderen Videos aus den letzten Jahren. Bei den Dachwelten 2023 zum Beispiel hatten wir im Finale die Aufstockung eines alten Ballenlagers im Neckarspinnereiquartier in der Nähe von Wendlingen. Das ist ein IBA 27-Projekt. Und war eine ganz spannende Aufgabe, bei der tolle Entwürfe rausgekommen sind. Die findet ihr auch alle auf der Website.
Und wie gesagt, habt ihr noch Fragen, wendet euch einfach an uns. Wir helfen euch gern und wir freuen uns auf eure Anmeldung. Und bevor die Dachwelten 2024 jetzt ganz offiziell starten, noch ein ganz herzlicher Gruß und ein Dankeschön an die Mitglieder des Deutschen Dachzentrums, die auch in diesem Jahr den Wettbewerb wieder ausrichten. Ganz, ganz herzlicher Gruß und Dankeschön an die vielen, vielen Personen im Hintergrund aus Marketing, aus Anwendungstechnik, aus der Geschäftsführung, die mit ganz viel Arbeit, ganz viel Leidenschaft und vor allen Dingen auch finanziell die Dachwelten möglich machen. So, und jetzt geht's los. Wir wünschen euch viel, viel Erfolg bei den Dachwelten 2024. Wir freuen uns auf euch. Wir sehen und wir hören uns. Bis dahin, ciao.